Mein Name ist Georg Schnittelbach. Ich habe einen Termin. Oh, so, ich möchte meine Geige inspizieren lassen. Die Firma Fürst ist mir empfohlen worden. Das ist eine Viol. Ich empfehle Ihnen in jedem Fall einen Test in unserer Resonanzabteilung. Ja, gut, dann werde ich es mir überlegen. Haben Sie viel Dank. Ihre Treppe ist morsch, komplett verfault. Oh, ich bin gefallen. Das tut mir leid. Ich bin auf meinen Koffer gefallen. Da sehen Sie sich das an, eingedrückt. Ich muss sofort nachschauen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Der Boden ist eingerissen. Ich erwarte von Ihnen eine Instandsetzung, kostenlos und unverzüglich. Also, ich kann versuchen, Ihre Geige morgen früh in die entsprechende Abteilung zu geben, aber warum früh erst? Wissen Sie, ruhen Sie sich doch aus, gehen Sie nach Haus. Ich rufe Sie morgen früh an. Ja, bitte sagen Sie Herrn Fürst das Gute Nacht. Sie wünschen, könnte ich vielleicht hier im Haus übernachten? Hier? Nein, unmöglich. Ein einfaches Sofa würde mir genügen. Nein. Ausgeschlossen. Es ist ja nur für eine Nacht. Ohne Erlaubnis von Herrn Fürst darf sich niemand im Schloss aufhalten. Na, dann kommen Sie mal. Sie können sich oben im Lager auf eine Pritsche legen. Sie sind sehr liebenswürdig. Wo sind die? Na, das ist der Platz, an dem Sie schlafen können. Was? Hier? Ja, tut mir leid, Meister. Etwas Besseres haben wir nicht. Ich hab's mir überlegt. Sie brauchen meine Geige nicht zu reparieren. Ich nehme sie zurück, so wie sie ist. Bitte, führen Sie mich wieder hinaus. Nein, nein, nein. Meister, ich hab jetzt Feierabend. Ach, verdammt. Sie, hier, ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Georg Schnittelbach. Wir haben uns vor 2 Jahren auf dem ABC Award kennengelernt. Und Sie haben letztes Jahr den Lumicio Solo. Neue Musik. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Begleiten Sie mich zu Herrn Fürsten? Ja, ja. Werden Sie nicht erreichen. Wen, den Fürsten? Nein, Döblin. Komponiert von morgens bis abends und hört dabei nicht auf zu singen. Außer wenn er schläft. Und er schläft wenig, zum wahnsinnig werden. Ja. Entschuldigung, Sie, Herr von Lind, haben Sie den 8. Satz meiner ersten Symphonie gesehen? Was? Nein, habe ich nicht. Und ist Ihnen klar, dass Sie gestern den 8. Satz von Döblins erster Symphonie verbrannt haben? Na, ich denke, sie war von Voss. Er hat in Voss dritte Nein geschrieben. Aus Papiermangel, verstehen Sie? Oh, tut mir leid, können wir jetzt gehen? Ein Bauer sitzt 8 Hektar Land.
auf Reihe 32. davon baut er Weizen an, auf 4/5 Soja. Wie viel bleibt jedoch für den Bau eines Krematoriums? Man versteht nie etwas. Nein, es ist Tagesende, es endet damit, dass man daran stirbt.